Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch herzlich begrüßen auf dem Kanal Magic Fruit Deer zu einer neuen Folge von The Hunter Call of the Wild. Und heute sind wir auf der berüchtigsten Karte in COTW. Manche hassen sie, manche lieben sie. Wir sind heute in New England. Hallo. Okay, keiner antwortet. Naja, wir haben heute die Sarsa dabei. Letztens in Shifties Video habe ich gesehen, die Whitlock. Und da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Ich finde, Leute, das Visier ist irgendwie nice. Mir gefällt es. Schön kompakt und auf alt angelehnt. Die Kalmen und die Strecker ebenfalls kompakt. Leute, guckt euch hier Kimme und Korn an. Oder nur Korn. Mag ich irgendwie. Man erkennt so viel, wisst ihr? Der Vogel fliegt und bam, kriegt der eine Kugel. Ja, so ist das leider. Schwarz Barry auf der Flucht. Mal gucken, ob wir die 150 Likes erreichen. Naja, das ist eigentlich nahezu unmöglich. Aber mal gucken, einfach mal so, wisst ihr, man muss auch mal bisschen, wie nennt man das, Ansätze setzen? Nein, nicht Ansätze setzen. Egal, man muss Prioritäten setzen. Da ruft eine Stockente einen Warnruf. Aha, aha. Wir gucken heute mal nach den verschiedensten Tieren, nach den Persiltieren. Nach den Tieren nach illegalem Geld waschen. Nämlich was? Der Waschbär, genau Leute, der Waschbär. Auf Waschmaschine angelehnt. Aha, was sehe ich denn da in der Ferne? Ein Hoppelhäschen hat ein süßes Näschen. Da müssen wir natürlich, das ist glaube ich das Florida-Waldkaninchen. Können wir mal ein bisschen, das sind 200 Meter, können wir mal ein bisschen näher rangehen. Spotten können wir es noch nicht. Aber dann schauen wir mal. Vielleicht ja. Rare auf keinen Fall, aber auf so ein Häschen habe ich schon Lust. Wir können es spotten, es ist ein Einser. Naja, aber können wir uns ja trotzdem... Ah, wir haben ja die Kalmen dabei. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall aus einer etwas weiteren Entfernung schießen. Da vorne. Ja, und das war ein Big Shot. Was springt da ab? Noch ein Weibchen. Okay, aber das war hinten. Das war wohl hinten. Über dem Hügel. Hier liegt es. Und wir haben eins in Grau. Also die mag ich hier auch sehr gerne. Am meisten die Schneehasen in Revolution Coast. Aber hier eins in Silber. 381. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht gehen wir mal in die Richtung. Dort hinten hin. Weil hier halten sich auf jeden Fall die Persilbärchen auf. Aha, okay, man hört auch manchmal so ein Grrr, aber ob das ein Waschberry ist, ich glaube, das ist einfach nur so ein Hintergrundgeräusch, das höre ich die ganze Zeit. Wir haben eigentlich gerade Weißwedel-Hirschzeit, Weißwedel-Hirschzeit, Weißwedel-Trinkzeit. Deswegen, wenn wir hier eh lang laufen, dann können wir mal dort hinten vorbeischauen, dort trinken wahrscheinlich welche. Hier habe ich letztens ein paar Kojoten geschossen, seht ihr, Kojote 0. Bis 3 Uhr. Da könnten wir eigentlich mal bei so einem Kojoten in einer seltenen Fellvariation, den habe ich auch noch nicht. Und für das Stockenten-Multimount wäre das Ganze echt schön. Hier in der Ferne kann man jetzt erstmal nicht sehen, aber wir gucken mal. Aha, da hinten haben wir Weißwedel. Was hat hier rechts gecallt? Man weiß es nicht, aber so wirklich ein großer steht hier nicht dabei. Aber hier muss doch irgendwo noch... Aha, da haben wir noch ein Gebiet. Da haben wir ein neues Gebiet. Da stehen leider nur Weibchen. Ah, nee. Hier, oh, hier steht, glaube ich, noch einer. Oh, der ist schön. Oh, bis 239. Das gefällt mir doch. Hier steht aber... Da steht, glaube ich, noch einer. Okay, okay, okay. Hier kam der Warnruf. Da müssen wir vorsichtig sein. Hier haben wir den 100er. Dann würde ich sagen, diesmal mal mit der Whitlock auf 150 Meter. Aufmerksam, ruhig, ruhig und... Uiuiui, ob das ein guter Schuss war.
Eigentlich hätte die Kugel in die Lunge durchgehen müssen, aber sollte eigentlich gepasst haben, oder? Ja, ist gefallen. Ist gefallen. Hier vorne liegt er. Ich würde sagen 239 nicht. Ich würde sagen 223. Oh, 237. Also schon ziemlich groß. Ich mag Weißwedel sehr, habe ich auch letztens mal in den Streams gesagt. Ah, apropos Stream, heute natürlich wieder ein Call of the Wild Stream. Komm, hau ich euch jetzt mal eine Zeit raus, die realistisch ist. 19.30 Uhr. 19.30 Uhr definitiv Stream auf Twitch. Da vorne haben wir Enten. Eine männliche. Natürlich alle Links in der Videobeschreibung. Könnt ihr nach dem Video mal einfach draufklicken, auf Twitch folgen und dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung. Wisst ihr, wann ich live bin? So, und dann könnt ihr sagen, wo wir jagen gehen wollen. Okay, wir gehen jetzt mal weniger zu den Trinkgebieten. Vielleicht gehen wir mal hier hin und nochmal zu dem See. Also hier war ich ja noch nie. Dann gehen wir mal am besten dorthin, oder? Der verborgene See. Der, der nicht ins Auge fällt. Der See, der in Vergessenheit geraten ist. Wir sind jetzt hier mal unter dem Baum. Ich habe einen Waschbär gehört, den gecallt. Mal gucken, ob er näher kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass hier in New England wirklich mal steht. Der Wind steht perfekt und in 400 Metern hauen schon die Tiere ab. Aber ja, also schwierige Sache hier in New England. Mal gucken, ob der Waschbär kommt. Warnruf. Also wir sind die ganze Zeit ruhig. Vielleicht sieht er uns ein bisschen. Das kann natürlich sein. Aber ich finde das schon sehr, sehr übertrieben. Aber okay, ne? Tiere sind halt scheu. Auf der Flucht, das war sowas von klar. Einen Fuchs auf 50 Meter. Da nehmen wir uns ja wieder die Whitlock. Die ist ganz gut. So, komm ein bisschen hervor. Bisschen drehen vielleicht. Aber einen Waschbär müssen wir uns gleich holen im Wald. So, komm, dreh dich um. Sehr gut. Ein Dreierweibchen. Und lag. Waschbär natürlich auf der Flucht, aber den verfolgen wir. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich brauche den Waschbär hier im Wald. Aber dennoch haben wir den Fuchs gut getroffen. Das war ein doppelter Lungenschuss. Ja, die Whitlock ist halt schon stark. Zwei bis Waffenklasse für 6. Also die hat schon Power. Hier vorne Waschbären, natürlich auf der Flucht. Natürlich auf der Flucht. Ich versuche den hier zu holen. Waffenklasse. Waffenklasse 2. Komm schon. Da muss die Kugel doch durchgehen, oder? Ja. Ja, wir haben ihn. Und es war ein tödlicher. Nein, wir müssen nachladen. Okay, reicht. Das war kein Treffer, ne? Aber egal, wenigstens 10 bis 13 Kilo. Ja, endlich. Und hier vorne liegt der Waschbär. Da haben wir einen in Braun. Gold 10,57. Das ist doch schön. 4 leicht. 5 wäre natürlich auch schön gewesen, aber ist das doch schon mal. Wann fangen die? Ab 12 fangen die an, Diamant zu sein. Okay. Dort vorne haben wir einen Graufuchs in 5 Mittel. Den markieren wir uns, 300 Meter, und den werden wir gezielt ausschalten. Auch ein Zweier, Waffenklasse Zweier Tier. Aber New England ist schon sehr, sehr schön, finde ich. Die Map regt mich zwar auf, aber sie ist schön. Uiuiuiui, auf der Flucht schon. Das war ein Zweier. Alter, ganze Trommel auf Verhör. Auf der Trommelfell, er muss zum Ohrenarzt. Okay, da kam auch schon der Warnruf. Ich hätte gedacht, der liegt auf der Flucht. Da vorne ist er, den holen wir mal mit der Kalmen. Komm schon. Uiuiui, was ist mit dir los? Was? Leute, ich schaff das alles nicht mehr.
Es ist inzwischen Nacht. Wir sind an diesem See, genau hier, und gucken mal nach Kojoten, genau. Oh, da haben wir welche. Ein Sechser. Okay, man muss so vorsichtig sein. Was haben wir denn da hinten? Da haben wir einen Fuchs und einen Waschbär. Okay, sind hier noch andere Kojoten? Sind hier noch andere? Wir gucken erstmal, was das für ein Waschbär ist. Den können wir nicht spotten. Okay, das sind 115 Meter. Wir haben heute bis jetzt eigentlich fast nur mit der Whitlock geschossen, ne? Aber dann nehmen wir uns den Kojoten. Da haut was ab, ein Häschen. Aber den hätten wir. Okay, hier liegt der Kojote. Ich laufe wirklich extra slowly in Gold. Das ist doch auch mal was Schönes. Machen wir auch mal hier fürs Thumbnail. So, einmal zack. Perfekt. Und jetzt schauen wir mal hier um die Ecke, um was für ein Washberry es sich hier handelt. Wir haben keinen roten Strich. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt aber in die Hocke gehen. Wir wollen es hier nicht auf die Spitze treiben, ne? Okay, es handelt sich hierbei um einen 3 sehr leichten und einen 4er Schwarzbär und einen 2er Fuchs. Na gut, ne? Das ist richtig. Dann nehmen wir uns definitiv hier den Waschbären, stellen auf 100. Oh nein. Ja, der zweite Schuss war auch nichts, Leute. Das wird ein Silber. Leute, also ich bedanke mich fürs Zusehen, New England. Also das war wirklich eine Tortur. New England, wirklich schöne Landschaften. Aber ich glaube, da gehe ich jetzt erstmal bis zum nächsten Jahrhundert nicht mehr drauf. Like gerne das Video, abonniert den Kanal, das war euer Magic. Bis heute Abend im Livestream Twitch, Link in der Videobeschreibung. Bis dann, tschüss.